Hi, kurze Triggerwarnung. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass euch das Video interessiert. Eine ganz kurze Warnung vorab. In den ersten paar Minuten werde ich euch Material aus meiner Bauchdeckenstraffungs-OP zeigen. Das hatte ich vorher bei euch angefragt und 96% wollten das sehen. Dennoch möchte ich das vorab sagen. Alle, die keine offenen Wunden sehen können, Blut ist nicht wirklich zu sehen, aber sehr viel Haut, eine große Wundfläche und ein aufgeschnittener Bauch. Falls ihr so etwas nicht sehen könnt, blende ich hier ein, ab welcher Minute in dem Video das vorbei ist und ihr einfach von meiner OP erfahrt, wie ich hier sitze, ohne solche Bilder zu sehen. Wollte das nur vorab sagen. Und so kleine Zeitfenster blende ich ein, damit ihr genau wisst, welcher Part im Video wovon handelt. Triggerwarnung beendet. Viel Spaß beim Video. Hi, schön, dass ihr da seid. Meine Bauchdeckenstraffung liegt nun genau 3 Wochen zurück. Am 14. Februar 2022 war sie. Heute ist Montag, 3 Wochen später. Und ich wollte super gerne euch ein Update geben. Ich habe auch bei Instagram euch schon ja eigentlich live nach der OP immer so ein bisschen mitgenommen. Aber es gibt so viele Dinge dazu zu sagen und euch einfach nochmal ein Update geben in einem Video und einfach so ein bisschen die letzten 3 Wochen erzählen. Und falls euch eine Bauchdeckenstraffung interessiert, ihr kurz davor steht, Fragen habt, denke ich, ist ein hilfreiches Video. Falls ihr mein Video davor nicht gesehen haben solltet, hier oben verlinke ich es euch und natürlich am Ende, beziehungsweise macht jetzt Stopp und guckt euch das erst an, weil auf diese ganzen Fragen werde ich jetzt nicht mehr eingehen. Das war alles vor der OP. Warum, wieso, weshalb, wie teuer, ob das Einfluss auf eine Schwangerschaft hat und so weiter. All diese Sachen bespreche ich in dem Video. Heute geht es wirklich, was ist am Tag der OP passiert und in den letzten 3 Wochen. Dann lege ich sofort los. Am 14. Februar, Valentinstag, es war mein Geburtstagsgeschenk. Mein Geschenk an mich selbst am 14.02. Und ich bin da angekommen und es war der wunderschönste Sonnenaufgang. Ich muss es noch mal kurz einblenden. Ich war so völlig fassungslos, habe ich lange nicht so schön gesehen. Und ich habe das kann ich jetzt auch sagen, weil ich so unendlich zufrieden bis jetzt bin mit der gesamten Erfahrung, dass ich jetzt auch gerne sage, wo ich das habe machen lassen. Und zwar im Dermatologikum in Bremen. Das ist direkt am Hauptbahnhof in so einem schönen Neubau. Und zwar bei Frau Dr. Maria Heller. Das ist keine Kooperation. Die Rechnung liegt da auf meinem Schreibtisch. Das bezahle ich selbst. Ich kann wirklich nur Tolles sagen. Von der Sekunde, in der ich angekommen bin, bis jetzt zur Nachsorge, habe ich eine wundervolle Erfahrung gemacht, wirklich. Es war richtig schön. Es war bzw. ist immer noch schön. Und ich kam morgens an. Wurde dann auf mein Zimmer begleitet. Das ist eine private Praxis, aber es gibt dort einen OP-Raum und auch 2 Zimmer. Ich glaube, eins mit einem Einzelzimmer und ein Zimmer mit 2 Betten. Ich hatte ein Einzelzimmer. Man bleibt ja auch eine Nacht da. Es ist kein Krankenhausaufenthalt, sondern in der Praxis wird man operiert und dann hat man da auch sein Zimmer. Ich war so gegen 7 Uhr da und um 8 Uhr war ungefähr der Beginn der OP. Dann konnte ich mein Zimmer beziehen, habe mich in den OP-Kittel begeben. Dann haben wir noch vorher Bilder gemacht, vorher Videos. Das ist natürlich super spannend, sowas dann zu haben und zu sehen. Dann kam die Anästhesistin nochmal ins Zimmer und hat mich über die Narkose aufgeklärt, beziehungsweise hatten wir das Gespräch schon davor. Sie hat einfach noch ein bisschen erzählt, wie jetzt der Ablauf ist und ob ich halt noch irgendwelche Fragen habe. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Fragen mehr, sondern war einfach nur aufgeregt. Also nicht mal aufgeregt wirklich, ich war einfach gespannt. Ich war bereit. Ich war sehr, sehr bereit. Ich glaube, ich habe mich so lange mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich war so null Angst. Also ich hatte einfach gar keine Angst. Ich dachte mir, ich vertraue den Menschen und die wissen, was sie tun. Und das wird alles super. Dann wurde ich abgeholt und quasi gleich schräg gegenüber vom Zimmer ist auch der OP. Also es sind nur ein paar Schritte dahin. Und dann ist relativ schnell, habe ich eine große Lücke, ja, aber da kommen gleich die Videos aus dem OP ins Spiel. Denn ich wurde auf die Liege gelegt, habe allen Hallo gesagt und dann wurde mir hier ein Zugang gelegt. Und dann habe ich halt langsam, ja, was eingeatmet, was mich dann sehr schnell schläfrig gemacht hat. Und ich dachte vielleicht so eine Narkose, ich war noch nie im Leben im Krankenhaus, außer zu meiner Geburt. Deswegen hatte ich ja gar keine Ahnung, wie lange das dauern wird, bis man irgendwie einschläft oder ob man das so langsam merkt. Aber im Grunde habe ich das ein bisschen eingeatmet und dann war ich weg. Dann ging die OP los und ich bin tatsächlich super happy. Also auch wenn ich keine YouTuberin wäre, bin ich super happy, dass ich diese Videos und Fotos aus dem OP habe. Weil ich das unfassbar spannend finde, was da passiert. Ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, wie man, da, also ihr seht das ja gleich, wie das einfach vonstatten geht.
Deswegen bin ich sehr, sehr happy, dass ich diese Aufnahmen habe. Aber das Interesse von euch war groß. Deswegen übergebe ich jetzt quasi an Maria und werde jetzt die Videoaufnahmen aus dem OP einblenden. Wie gesagt, falls ihr so etwas nicht sehen möchtet, könnt, dann skippt einfach zu Minute, blende ich hier ein. Und ja, ihr werdet jetzt gleich im OP sein bei meiner Bauchdeckenstraffung. So, den ersten Schritt haben wir geschafft. Wir haben die Tumeszenzlösung infiltriert. Die muss jetzt einwirken, damit die Fettzellen aufschwemmen. Damit wir ein bisschen Zeit sparen, fangen wir jetzt schon mal mit dem Schnitt für die Straffung an. Das kann man jetzt einmal sehen. Wir haben jetzt die Haut einmal durchtrennt und man guckt jetzt auf das Unterhautfettgewebe. Und wir werden das jetzt tiefer ablösen bis auf die Muskulatur. Und dann muss man tatsächlich von diesem Bereich bis hier oben hin so kegelförmig die Haut von der Muskulatur ablösen, damit wir anschließend die Haut nach unten ziehen können. Und diese Linie ist nur eine Wunschlinie. Das ist das, was wir gerne wegschneiden würden. Also dieses ganze Stück und dieses Stückchen bis hier runterziehen. Ob das am Ende funktioniert, das sieht man erst, wenn man alles abgelöst hat. Und der Bauchnabel, der ist ja festgewachsen in der Tiefe, den schneiden wir später aus und der bekommt anschließend ein neues Loch. Da können wir gleich nochmal was zu zeigen. So, wir haben jetzt alles abgelöst bis oben zum Brustbein. Ja, das ist der Bauchnabel, der ist ja an der Bauchdecke festgewachsen. Und den werden wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen trimmen, also ein bisschen einkürzen. Und der bekommt später ein neues Loch. Und hier sieht man die Bauchmuskulatur, ganz schön. Und hier ist in der Mitte so eine Einsenkung. Und es ist aber so ein bisschen locker in der Bauchmuskulatur, deswegen werden wir die jetzt gleich noch etwas raffen, um die etwas fester zu gestalten. Und dann werden wir gleich einmal ein bisschen kippen, damit wir anschließend die Haut möglichst weit runterziehen können. Das ist ja jetzt noch nicht gekippt, aber man sieht, das lässt sich schon fast verschließen. Und wenn man das gleich kippt und noch das Loch für den Bauchnabel macht, dann wird das wahrscheinlich reichen. So, wir haben jetzt die Bauchmuskulatur in der Mitte vernäht, also die Rektusdiastase gefestigt. Und man sieht, das ist jetzt schön fest hier alles. Das ist der Bauchnabel. Hier sieht man so ein paar Fäden. Das sind Gefäße, die aus der Tiefe hochkommen, die wir abgebunden haben, damit die später nicht mehr bluten können. Das sieht man hier auch nochmal. Und jetzt klappen wir die Patientin gleich zusammen, damit wir die Haut entfernen können, beziehungsweise festlegen können, wie viel Haut wir entfernen können und das Loch für den Bauchnabel festlegen können. So, wir haben jetzt einmal das Nabelloch gemacht. Der Bauchnabel ist ja unten noch an der Bauchdecke und jetzt wenn wir einmal hier das Fett entfernen, damit da ein kleiner Tunnel ist, damit wir hier anschließend den Bauchnabel wieder einnähen können. Und man sieht hier schon einmal, wir haben das jetzt gerade einmal probeweise getackert. Und das ist jetzt unser überschüssiger Hautanteil. Das zeichnen wir gleich einmal an, damit wir festlegen können, wie viel wir hiervon wegschneiden können. So, damit das hinterher nicht so wehtut, spritzen wir jetzt noch Lokalbetäubungsmittel an die Muskelnaht. Das ist eins, was lange wirkt, damit es nachher, auch keine Schmerzen macht. Und wir haben jetzt schon einmal angezeichnet, was weg kann. Das heißt, da wo die lila Linie ist, das auf beiden Seiten schneiden wir weg. Und das ist unser Nabelloch und unseren Bauchnabel, den werden wir jetzt da wieder einfädeln. So, wir nähen jetzt den Bauchnabel ein. Der hat sein Loch bekommen und wir haben es hier unten weggeschnitten und jetzt probeweise getackert, damit wir das gleich auch zunähen können. Und der Bauchnabel wird mit einem ganz feinen Faden genäht. Und dann sieht man da am Ende nur eine ganz dünne Naht, wenn es fertig ist. Wir sind jetzt fertig. Haut ist genäht, Bauchnabel ist auch genäht. Und jetzt kommen da so kleine weiße Pflaster drauf, die die Wunde noch so ein bisschen entlasten. Und am Ende kommt da ein Verband noch oben drüber. Links und rechts sind diese Drainageschläuche, die bleiben bis morgen drin. Die ziehen wir morgen raus. Und dann sind wir fertig. So, und wir haben jetzt auch das gewogen, was wir abgeschnitten haben. Und es sind 1563 Gramm an Gewebe, die wir entfernt haben. Und etwa 1100 Milliliter Fett, die wir abgesaugt haben. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hi, zurück. Das ist, glaube ich, nichts für schwache Nerven, aber ich hoffe, ihr fandet das genauso spannend und interessant, das einfach mal so hautnah, was in so einem Wort ist, zu sehen. Und am faszinierendsten fand ich die Gesamtheit der
Bauchnabelsituation. Also ich meine, ihr habt das ja gesehen, dass es wie so ein Rüssel ist und dass da dann einfach ein neues Loch geschnitten wird und der dann da von unten reinkommt und dann vernäht wird. Und jetzt, 3 Wochen später, ist er einfach schon komplett verheilt. Ich meine, ihr seht das ja gleich. Und da ist halt einfach ein neuer Bauchnabel. Und viele, viele, viele von euch haben mir auch bei Instagram geschrieben, dass sie sagen, dass es ein wunderschöner Bauchnabel ist. Und ja, ich finde ihn auch sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. So, auf jeden Fall zurück. Dann bin ich ungefähr um 14 Uhr, wurde ich dann aufgeweckt aus der Narkose, war dann schon wieder in meinem Zimmer. Und um Gottes Willen habe ich gefroren. Das war so richtig, richtig krass. Ich meine, klar, du bist da halt sehr viele Stunden regungslos. Und ja, dann, ich bin ja eh so eine Frostbeule. Ich weiß nicht, ob das, oder ich glaube, ich erinnere mich auch nicht mehr so an diese Gespräche sofort nach der OP. Aber ich glaube, die Krankenschwester Franziska, wenn ich mich nicht irre, die war super, super, super nett. Die war, fand ich ganz toll. Die meinte auch, dass ich schon ordentlich gefroren habe im Vergleich zu anderen. Aber dann habe ich so Wärmedecken bekommen, halt auf mich rauf und nochmal die unter mir lag, wurde nochmal wärmer gemacht und dann ging es halt auch irgendwann. Ich habe auf jeden Fall geweint, das weiß ich auch noch. Ich weiß aber nicht mehr warum. Also wir haben irgendwas auch über YouTube geredet. Sie hat mich einfach so ein bisschen, glaube ich, in so ein Gespräch verwickelt, damit ich halt langsam aufwache. Und irgendwie habe ich dann sofort was über meinen Job erzählt und YouTube. Aber was genau, weiß ich nicht mehr. Ja, und dann bin ich eigentlich langsam aufgewacht. Schmerzen hatte ich tatsächlich gar keine. Bis, und jetzt kommt mein großes Learning, bis ich gemerkt habe, wie ein Blasenkatheter eingesetzt wird und was das bedeutet. Das war für mich eher so eine Nebeninformation. Ja gut, man bekommt einen Blasenkatheter, weil du sollst halt den ersten, am besten glaube ich 24 Stunden nicht aufstehen. Dachte ich mir, okay, gut, alles klar. Dass dieses Teil mich aber komplett in den Wahnsinn treibt, war nicht abzusehen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe als Teenager, zum Glück seitdem gar nicht mehr, aber unfassbar viele Blasenentzündungen gehabt. Irgendwann hat das aufgehört. Und ich habe eh eine sehr empfindliche Blase. Auf das Thema will ich jetzt gerade nicht so eingehen, aber ich muss sehr oft auf Toilette, ich habe immer Harndrang und solche Sachen. Vielleicht hat das damit zu tun gehabt, dass ich das so unendlich schrecklich fand. Aber ich habe das wirklich schmerzlich nicht ausgehalten. Ich habe einfach den Bauch und alles überhaupt nicht gemerkt. Es war einfach konstant, als ob ich so 1000 Messerstiche in mir habe. Und auch wenn ich mich nicht bewegt habe, hat es einfach wehgetan. Dann haben wir den nochmal probiert, ein bisschen zu versetzen, also ein bisschen anzupassen. Auch da dachte ich, okay, ich gehe hier gleich die Wände hoch. Am Ende des Tages habe ich gesagt, wenn es bitte irgendwie möglich ist, kann ich diese Nacht bitte den raushaben, weil ich werde diese Nacht nicht, dramatisch gesagt, überleben. Ja, dann wurde der rausgenommen. Auf jeden Fall die größten Schmerzen, die ich seitdem hatte. Also ich muss sagen, ich hatte bis jetzt eigentlich kaum Schmerzen, aber diese Blasenkatheter-Geschichte war für mich das Schlimmste. Dann hat es extrem gebrannt, weil der wird ja vaginal eingeführt und dann rausgeholt. Ja, das ist unangenehm. Aber dann ging das immer mehr weg und ich habe so eine richtige Erlösung gespürt. Habe dann auch ganz, ganz viel getrunken, weil das ist ja auch wichtig. Aber ich musste wirklich dann erst am nächsten Morgen auf Toilette und das war alles in Ordnung. Also Thema Blasenkatheter war bei mir irgendwie sehr präsent. Ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist. Wobei, ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen und ich glaube, niemand sagt, dass ein Blasenkatheter angenehm ist. Auf jeden Fall. Dann hatte ich wirklich ganz regelmäßig Besuch im Sinne von Frau Dr. Heller kam rein, die Krankenschwestern kamen rein. Es wurde sich wirklich um mich gesorgt und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da jetzt einfach liege oder so, ja. Was ich dann auch noch drin hatte, waren halt links und rechts, habt ihr glaube ich auch gesehen, so Drainageschläuche. Die sind auch über Nacht drin geblieben, die hingen dann einfach so am Bett runter. Und die wurden halt erst am nächsten Tag gezogen. Nachts war auch noch eine Nachtschwester für mich da und auch nur für mich da. Und ich habe das zuerst gar nicht verstanden. Und dann kamen sie halt rein, haben wir halt so geschnackt. Und dann habe ich irgendwie so gefragt, wer denn halt noch so da ist oder was die für OPs hatten. Und dann meinte sie, nee, sie ist nur meinetwegen da. Sie war auch total nett, hat mir dann noch mal ein bisschen Wasser gebracht, noch eine Schmerztablette und dann bin ich, glaube ich, auch irgendwann so, weiß ich nicht, so morgens um 4 oder so, bin ich dann eingeschlafen. Da ich ja auch seitdem nur auf dem Rücken schlafe, habe ich jetzt auch nicht so die besten, ja, oder den besten Schlaf seitdem, weil ich bin halt ein Seitenschläfer. Ja, und so hochgekippt und die Beine angewinkelt, ist halt nicht so der beste Schlaf. Aber es ist alles
Aber es ist alles okay. Ich glaube, so um 7:30 kam dann das erste Mal jemand in mein Zimmer. Dann habe ich ein bisschen was zum Frühstücken bekommen. Das konnte ich mir wieder aussuchen. Das haben sie beim Bäcker geholt mit dem Joghurt und sowas. War alles super. Habe dann noch einen Tee getrunken und dann kam Frau Dr. Heller wieder rein und hat sich meinen Bauch angeguckt, haben wir gesprochen, wie es mir geht. Dann wurden auch schon die Drainageschläuche gezogen und dann wurde mir so langsam geholfen, dass ich mich mal wieder hinsetze und langsam aufstehe. Also das haben wir immer so im halbe Stunde Takt gemacht und dann habe ich auch Wasser lassen können und war auf Toilette. Schmerzmittel hatte ich dann regelmäßig bekommen, dass ich jetzt auch nicht wirklich so krasse Schmerzen hatte oder so. Und ich trage ja auch seit der OP, also als sie aufgewacht wurde, seitdem ich wach wurde, hatte ich ja schon das Mida an, das wurde mir noch im OP angezogen. Das seht ihr gleich nochmal, ich habe aber noch ein zweites gekauft. Das ist dieses hier, das kann ich euch mal gerade zeigen. Das hilft halt einfach, weil die Haut ist ja im Grunde, muss ja erst mal ein bisschen fest wachsen und es ist halt sehr, sehr eng. Ja, und das gibt halt einfach ganz, ganz viel Druck auf die Wunde. Das macht man hier unten im Schritt einfach zu. So kann man halt auf Toilette gehen und so weiter. Und ich habe halt eins von vorne aufgemacht und jetzt habe ich halt noch eins gekauft, was halt so aussieht. Hier ist halt auch noch so ein bisschen so ein reingenähten Bauch. Und es ist halt schon sehr, sehr eng. Also, puh, da muss man sich schon dran gewöhnen, das einfach 24/7 zu tragen. Aber es gibt mir unglaublich viel Halt. Also wenn ich das trage, kann ich mich jetzt auch gerade nach 3 Wochen super gut bewegen. Wenn ich das nicht anhabe zum Duschen zum Beispiel, fühle ich mich immer noch sehr verletzlich, sag ich mal, und habe das Gefühl, ich kann mich nicht aufrichten oder so. Ich glaube, das ist auch eher nur so ein Gefühl, das meinte Maria auch. Auch gerade jetzt könnte ich das wahrscheinlich schon, aber man fühlt sich damit halt wirklich sehr, sehr, sehr viel sicherer. Ich würde auch empfehlen, 2 Stück zu kaufen, weil man die ja den ganzen Tag trägt. Und klar habe ich eine Unterhose an, aber man schwitzt halt auch einfach und man muss das halt auch einfach regelmäßig waschen. Bevor ich dann entlassen wurde, also ich war nur eine Nacht da, wurde noch einmal der Bauch angeguckt, aber nur so ganz leicht. Also das Mida wurde nur so leicht angehoben, deswegen konnte ich quasi noch nicht wirklich das Ergebnis sehen oder so. Und dann ja, wurde sich nochmal alles angeguckt und dann durfte ich mich langsam anziehen. So die Jogginghose, die ich jetzt anhabe und einfach ein Hoodie, also damit halt nicht irgendwas Enges ist oder so. Und dann hat mich Christian abgeholt. So, zu dem Zeitpunkt läuft man noch sehr, sehr, sehr vorgebeugt. Also eigentlich wirklich so. Ja, man muss sich ja vorstellen, die Haut wurde da ja abgeschnitten und die fehlt ja quasi. Und das muss ja erstmal langsam wieder so wachsen und sich verbinden und eins werden. Deswegen ist halt mega wichtig, sich den Bauch so immer schön festzuhalten und halt einfach wirklich erstmal vorgebeugt zu laufen. Und das geht halt krass auf die Rückenmuskulatur. Also toi 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 habe ich einfach davor schon sehr viel Rücken trainiert. Nichtsdestotrotz sind das dann wirklich die Schmerzen, die einen wirklich killen irgendwann, weil man halt den ganzen Tag, wenn man halt läuft, am Anfang läuft man ja wirklich nicht viel, nur so läuft und das zieht halt richtig doll im Rücken. Also vor allem hier oben finde ich, puh. Dann bin ich ganz langsam zum Auto und bin nach Hause gefahren. Meine Schwiegermutter war da und das bringt mich zum nächsten Punkt. Ich würde wirklich sagen, die ersten 2 Wochen ist man absolut auf Hilfe angewiesen. Oder der Lebenspartner oder eine Freundin oder ein Mensch in eurem Leben nimmt sich frei. Auf jeden Fall braucht man Hilfe. Christian hat normal weitergearbeitet, sprich er hat quasi Beo übernommen. Und das ist einfach schon bei uns jetzt sehr, sehr viel Zeit am Tag, weil Beo braucht sehr viel Auslauf. Und das sind schon mindestens 3 Stunden am Tag, die ja nur dafür raufgehen. Deswegen sind wir so, so, so unglaublich glücklich gewesen, dass meine Schwiegermutter da war. Sie hat halt für uns gekocht, hat sich um den Haushalt gekümmert, hat sich um mich gekümmert. Und man ist halt schon wirklich so gesehen hilfebedürftig, weil da geht halt nicht so viel, ne? Thrombosespritzen habe ich auch die ersten 2 Wochen jeden Tag um 17 Uhr bekommen. Die haben wir selbst gesetzt. Also ich, um Gottes Willen, ich habe keine Spritzenphobie, aber mir selber eine Spritze setzen, das übersteigt meine Kräfte. Deswegen hat entweder sie das gemacht oder Christian. Da werden die Beine halt auch ordentlich blau, weil im Bauch kann man das ja offensichtlich nicht machen. Ist jetzt auch auszuhalten vom Schmerz. Ich finde es halt einfach unangenehm, aber macht man halt mit, weil man ja die ganze Zeit eigentlich liegt und die Füße so hochgeklappt hat, ist, glaube ich, eine gute Sache, sowas präventiv zu nehmen. Schmerzmitteltechnisch hatte ich nur Valgin und Ibuprofen 800 hier zu Hause und dann noch so einen Magenschoner. Ich glaube, das war es auch. Genau, und dann die Thrombosespritzen. Ich muss sagen, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch total typabhängig, nur Valgin hat die ersten 1,5 Wochen bei mir mega gut funktioniert. Warte mal, das war gar nicht die ersten. Also die ersten 6 Tage.
Da habe ich das schon relativ regelmäßig genommen, weil die Schmerzen dann schon auch vor allem so im oberen Bereich bei mir sehr stark waren. Und Husten, um Gottes Willen, Husten geht auf gar keinen Fall. Ich kann jetzt zum Glück wieder husten, aber es ist wirklich so, ich kann das gar nicht beschreiben, aber das ist halt hier oben einfach alles nicht befestigt. Es ist ganz schwer zu beschreiben, aber Husten geht unter gar keinen Umständen und Niesen auch nicht. Sprich, sobald ich niesen musste, habe ich irgendwie immer so und ich weiß nicht, was ich gemacht habe, aber probiert alles, um nicht zu husten, um nicht zu niesen. Wichtig. Aber nach so 6 Tagen konnte ich eigentlich das Novalgin relativ schnell absetzen und habe dann eigentlich immer eher nur noch mal so sporadisch eine Ibu genommen. Und das war es eigentlich, also schmerzmittelmäßig. Die körperliche Einschränkung, dass man halt nicht laufen kann, die ersten 2 Wochen, bei mir jetzt in dem Fall, ist natürlich gegeben, aber in meinem Fall hatte ich jetzt wirklich komplett aushaltbare Schmerzen. Dann nach 4 Tagen hatte ich meine erste Kontrolle. Ich war halt zu Hause, hatte halt meine Bettenburg, lag da eigentlich den ganzen Tag, bin mal auf Toilette gegangen, aber habe halt sonst wirklich nichts gemacht. Ne? Also ich durfte nichts anfassen im Haushalt. Ich war mit dem Hund nicht draußen. Ich habe mich wirklich ausgeruht und das ist auch mega wichtig. Also ganz, ganz viel ausruhen. Und dann nach 4 Tagen hatten wir die erste Kontrolle und da habe ich dann dieses Bild entstanden und da war ich so, oh mein Gott. Also es war schon wirklich krass, dass nach 4 Tagen das so aussieht. Also das hat mich völlig umgehauen. Ich musste es auch erstmal verarbeiten, wie jetzt mein Bauch aussieht und das nach 4 Tagen. Es ist tatsächlich ein paar Tage später noch ein bisschen blau geworden und ein bisschen mehr angeschwollen, weil sich dann halt auch das Wundwasser bildet. Das war nach den ersten 4 Tagen nicht der Fall. Und seitdem gehe ich halt auch eigentlich 2-mal die Woche zum Punktieren. Das bedeutet das Wundwasser, was aber normal ist, weil da ja auch ganz viel Flüssigkeit in den Körper vor der OP reingespritzt wird. Das muss ja irgendwann auch wieder austreten, sowas bildet sich halt. Und das wird jetzt halt immer so abpunktiert, sprich da wird so eine Nadel vorne in meinen Bauch gesteckt und dann wird das ja, mit so einer Spritze quasi rausgezogen. Und das war ja an dem Tag noch nicht der Fall. Sprich, die Schwellungen und so weiter sind eigentlich erst ein bisschen danach gekommen. In Woche 2 wurde dann meine Schwiegermama von meiner Mama abgelöst. Und dann konnte ich würde so sagen, nach 1,5 Wochen so ein bisschen besser laufen. Konnte mich ein bisschen aufrechter hinstellen und hatte halt das Gefühl, dass es halt einfach von Tag zu Tag wirklich besser wird. Geduscht habe ich am Anfang noch mit den Duschpflastern. Die habe ich halt immer bekommen. Und ungefähr, ja, so nach 2 Wochen konnte ich dann jetzt auch ohne die Duschpflaster duschen. Zum Thema Duschen muss ich sagen, ist es echt ein absoluter Lebensretter, dass wir so einen Hocker aus Metall haben, so einen Tritt, weil im Stehen duschen, das geht, also bis jetzt kann ich das nicht, weil ist vielleicht so ein psychologisches Ding, aber ich kann mich einfach noch nicht komplett aufrichten. Ich habe das Gefühl, da fehlt einfach noch Haut, aber vielleicht ist das auch einfach nur in meinem Kopf. Wenn ich das Mieder anhabe, ist es super. Ohne fühle ich mich da einfach noch nicht bereit zu. Und so quasi zu duschen die ganze Zeit, boah, das killt halt wirklich dann irgendwann den Rücken. Sprich, ich bin die ganze Zeit auf diesem Tritt, setze ich mich hin, lehne mich so an die Wand, um meinen Rücken zu entlasten und dann kann ich ganz angenehm duschen. Und auf den Bauchnabel und auf die Narbe darf jetzt auch Wasser kommen. Und das ist tatsächlich wirklich super entspannt. Also ich mache jetzt da noch so ein bisschen Bepanthen Wund- und Heilsalbe rauf. Die Narbencreme, die folgt erst, wenn diese komplette Kruste und alles ab ist. Deswegen, da bin ich noch nicht an dem Punkt. Es sind auch erst 3 Wochen nach der OP. Aber wie gesagt, so langsam gehen auch die Krusten ab und ich mache da immer so ein bisschen, wie gesagt, die Creme rauf und so kleine Kompressionen, also diese kleine Kompression. Ja. Und befestige das dann einfach mit meiner Unterhose und dann geht das Mieder darüber und alles gut. Also ist auch ganz entspannt. Jetzt ist ja Woche 3 vorbei und ich habe vor einer Woche, also nach Woche 2 wieder angefangen, meine Spaziergänge aufzunehmen mit Beo. Die ersten paar Tage habe ich wenig, also eine kleine Runde gemacht und auch vor allem probiert, nicht viel mit ihm an Orten zu laufen, wo er potenziell an der Leine reißen kann, weil da halt, ich darf halt meine Bauchmuskeln ja weiterhin nicht anspannen oder irgendwie belasten. Sprich, wenn ich dann natürlich einen 32-Kilo-Hund habe, müsste ich das ja natürlich tun, wenn ich ihn zurückhole. Und gehe halt einfach bewusst Wege und Strecken, wo ich halt weiß, dass das nicht wirklich passiert. Und er läuft auch eigentlich gut an der Leine, aber es gibt ja immer Momente, wo er vielleicht irgendwas riecht, wo er dann unbedingt hin muss. Deswegen bin ich dahingehend eigentlich wieder mobil. Ich war auch schon einkaufen.
Ich war auch schon in einem Restaurant, weil Lela hier war. Sie hatte Geburtstag und sie und ihr Freund sind ganz spontan hierher gekommen. Ich laufe immer noch langsam, also ich bin jetzt nicht so zurück zu, ich fahre zum Sport und 10 Kilometer Fahrrad am Tag und 20.000 Schritte oder so. Das ist immer noch nicht der Fall, aber ganz ehrlich, das will ich auch nicht. Ich will mich halt auch nicht übernehmen. Und meine Apple Watch habe ich auch noch nicht wieder in Betrieb genommen, weil mich das, glaube ich, frustrieren würde, wenn die Ringe den ganzen Tag nur so irgendwie 3% voll wären. Aber ganz ehrlich, ich finde das trotzdem den Wahnsinn, dass nach so einer kurzen Zeit jeden Tag so ein stetiger Fortschritt passiert. Also der Körper ist schon echt beeindruckend. Also mich beeindruckt irgendwie dieser ganze Prozess extrem. Und ich bin total happy, dass sich das eigentlich gerade alles so schnell gut entwickelt. Und ich darf ab nächster Woche, oder eigentlich jetzt schon Ende dieser Woche, wieder so ein bisschen so Arme trainieren und ein bisschen Beine. Also alles mit wenig Gewicht oder gar keinem Gewicht. Aber einfach, dass ich so wieder in meine Bewegung komme. Und das, muss ich sagen, fehlt mir sehr. Also mein Sport und mein Trainer und dieses ganze Thema, was mich irgendwie auch glücklich macht, dass es mir fehlt, fehlt mir ungemein. Und dass ich da jetzt so langsam auch wieder rein kann, ganz bewusst natürlich nichts, irgendwas, was den Rumpf bewegt oder anspannt, ist natürlich mega gut. Ich überlege, ob ich noch irgendetwas gerade zu berichten habe oder ob ihr jetzt einfach nur das Ergebnis mal sehen möchtet. Natürlich muss ich dazu sagen, das ist auch immer noch geschwollen und das eigentlich nach einem Jahr erst soll das finale Ergebnis da sein. Aber ich denke, das ist jedem bewusst. Und alleine, wie es jetzt schon aussieht, ist für mich unglaublich im Vergleich zu vorher. Und ich bin glücklich. Ich denke, das ist jedem bewusst, ja. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich jetzt schon mit dem Ergebnis. Und ich bin einfach gespannt, wie das aussieht, wenn ich dann wieder meinen Bauch trainieren darf. Und wie sich das dann alles noch so zurecht irgendwie entwickelt und oh, keine Ahnung. Es ist einfach ein schönes Gefühl, dass ich das jetzt gemacht habe und freue mich einfach auf die Entwicklung, wie es noch weitergeht. Die Termine werden jetzt auch eher nur noch wöchentlich, also nur noch einmal die Woche anstatt zweimal die Woche, wenn alles gut geht. Und dann wird auch hoffentlich immer weniger Wundwasser da sein und dann wird das alles noch ein bisschen zurückgehen. Vielleicht kann ich euch das gleich zeigen, weil ich habe vorhin gesehen, dass sich da wieder so ein bisschen was gesammelt hat. Das sieht dann so aus, als ob der Bauch so Wellen schlägt. Vielleicht kann ich das gleich mal einfangen. Aber ja, ich glaube, das ist so 3 Wochen in relativer Kurzfassung. Ich meine, ich habe auch schon ewig viel geredet, aber ich hoffe, das war hilfreich, das war informativ. Und jetzt werde ich mich mal, glaube ich, kurz umziehen, weil das ist hier so ein längeres Kleid, was ich anhabe. Irgendwas Kürzeres anziehen und meine Jogginghose und mein Mieder irgendwie aufmachen, damit ich euch das gut zeigen kann. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir natürlich super gerne in die Kommentare. Jetzt noch eine kleine Vorwarnung, jetzt seht ihr meine Narbe. Ich werde es jetzt nicht im Close-Up zeigen, aber ihr werdet sie halt sehen, nur damit ihr Bescheid wisst. Aber was ich euch schon mal hier gerade zeigen kann, ist das Mieder. Und zwar so sieht das aus. Das macht man hier auf. Und dann habe ich hier unten noch so ein Pad drin. Das ist nochmal extra, das halt nochmal extra Halt und Druck ausübt. Mein BH ist durchsichtig, deswegen halte ich das mal zu. Aber hier sind einfach noch so ganz normale Träger, die das halt so hochhalten. Ne? Und unten ist es halt auch so wie bei diesem Mieder zum Auf- und Zumachen, wenn man auf Toilette muss. So, kurz mal umgezogen. Also das ist hier wie gesagt dieses Pad. Und hier ist das Mieder aufgemacht. Wenn ich das jetzt mal rausziehe, dann seht ihr meinen neuen Bauch. Die Kompression habe ich jetzt schon rausgenommen aus dem Slip. Ich halte mich hier hinten immer so ein bisschen fest, weil ich sonst nicht so ganz aufrecht stehen kann ohne das Mieder. Das meinte ich halt. Ich glaube, das ist eher psychologisch. Ja, hier ist die Narbe. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Also hier in diesem Bereich ist auch noch alles ganz taub. Links und rechts habe ich eigentlich wieder schon gutes Gefühl. Und hier vorne ist Wundwasser. Und hier diese Einstiche sieht man vielleicht. Hier wird das halt dann rauspunktiert. Ich ziehe das Mieder mal kurz aus oder runter. Moment. Jetzt einmal die Hände hochgemacht und ihr seht ja auch vielleicht hier noch die Schwangerschaftsstreifen, die ja aber vorher bis hier oben ging, da das ja so runtergezogen wurde und das halt abgeschnitten wurde, sind quasi die Streifen, die vorher eigentlich hier waren, jetzt halt hier unten.
blende jetzt auch noch mal ein Vorher-Video ein, dann kann man das, glaube ich, noch mal gut sehen, was halt einfach in 3 Wochen passiert ist. Das ist halt schon echt Wahnsinn. So, damit verabschiede ich mich jetzt. Ich hoffe, das hat, wie gesagt, euch einen guten Einblick gegeben. Ich probiere das wirklich so transparent, wie es mir möglich ist, euch das irgendwie zu berichten. Ich verlinke euch auch gerne das Dermatologikum und Frau Dr. Heller. Sie hat auch ein Instagram-Profil. Schaut da vielleicht einfach mal vorbei. Sie macht aber auch andere Sachen, also nicht nur Bauchdeckenstraffung, auch Brust-OPs oder Botox, verschiedenste Dinge. Und sonst schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen habt. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns Sonntag wieder in einem neuen Video, was nichts mit meinem Bauch zu tun hat, sondern mit Beauty-Neuheiten. Also bis Sonntag. Bye.